Diesen Braunviehbullen scheint es zu schmecken. Aber welche Art Futter wird eigentlich in der Rindermast eingesetzt? Das lassen wir uns doch am besten mal von einem erfahrenen Bullenmäster wie Klaus Baumgärtel erklären. Wir haben im Prinzip über das Jahr eine Futterration, die sich zusammensetzt aus Zuckerrübenpressschnitzeln, Maissilage, Grassilage und Ackerbohnenschrot und noch ein Kraftfutter, das weithin aus Rapsschrot besteht. Im Moment haben wir noch saisonbedingt Apfeltrester mit in der Ration. Das fressen die Tiere auch sehr gerne, weil wir aus einer benachbarten Apfelmosterei den Trester bekommen können. Und haben dann noch jetzt im Moment noch Getreide-Ganzpflanzensilage. Das ist praktisch Getreide, was so 4 Wochen vor der Druschreife mit dem Feldhäcksler gehäckselt wird. Und das ist, macht sich im Moment auch sehr gut. Die Bullen haben dadurch eine sehr gute Anregung des Verdauungsapparats, weil wir hier eine relativ rohfaserreiche Komponente haben, die praktisch im Pansen sticht und die ganze Pansenarbeit sehr gut stimuliert. Das haben wir jetzt relativ neu mit in der Ration, aber das scheint sich ganz gut zu machen. Das Futter haben wir sowieso hier auf dem Betrieb, weil wir das auch in die Biogasanlage füttern. Und ja, das ist im Moment so versucht, scheint sich recht gut zu machen. Also wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, kriegen die zuallererst mal Gras und in Gänsefüßen lauter Abfallprodukte. Ja gut, also die Maissilage ist kein Abfallprodukt, das wird schon zielgerichtet angebaut. Aber die Pressschnitzel sind eben ein Nebenprodukt, ein bisschen schöner als Abfallprodukt, aber ist eben die Zuckerrübe wird angebaut, um Zucker zu gewinnen und die Pressschnitzel sind ein Nebenprodukt. Und genauso ist das mit dem Apfeltrester auch. Das ist natürlich für uns immer eine angenehme Sache, wenn wir die Bullen mit Dingen füttern, die sowieso da sind. Den gleichen Ansatz verfolgen wir eben auch bei der Biogasanlage, dass wir die Biogasanlage weitgehend mit Mist füttern, um eben einfach da die Produktion nicht zulasten von Hauptfutterflächen, nennen wir das. Also Dinge, die wir jetzt zielgerichtet auf dem Acker anbauen, sondern eben mit diesen Nebenprodukten oder aber eben auch mit Zwischenfrüchten. Also das Gras, was wir verfüttern, ist teilweise auch stammt von aus der Zwischenfruchtproduktion. Das heißt, wenn wir jetzt im Sommer Gerste oder Weizen zum Beispiel dreschen, dann wird nochmal Gras gesät und im nächsten Jahr kommt dann nochmal Mais auf die Fläche und dazwischen diese Phase, die wir früher eigentlich im eigentlichen Ackerbau gar nicht nutzbringend einsetzen konnten, wächst eben nochmal Gras, dass wir dann nochmal im Herbst und im Frühjahr nochmal schneiden können, silieren können und dann eben vorrangig für die Tiere. Grundsätzlich immer erstmal die Tiere mit Dingen versorgen, wo wir keine klassische Nahrungsmittelproduktion verbrennen. Diese Pressschnitzeln sind ein sehr gutes, sehr energiereiches Futter. Wir sind gerade dabei, Zuckerrüben in die Fabrik zu verladen. Die LKWs fahren dann nach Wabern in die Zuckerfabrik der Südzucker und auf dem Rückweg bringen die dann diese Schnitzel mit. Und das ist für uns immer eine sehr gute Sache, dass wir eben mit wenig Hauptfutterfläche unsere Bullen füttern können, indem wir eben dieses Nebenprodukt der Zuckerverarbeitung einsetzen können. Das kann man auch essen, das schmeckt gut, ist zuckerreich, dadurch fressen die Bullen das sehr, sehr gern und durch den hohen Energiegehalt führt es eigentlich zu sehr guten Mastergebnissen. Und bei Mastvieh ist ja immer die spannende Frage, was kommt nach dem Füttern raus? Was sind denn so die Tageszunahmen bei der Bullenmast? Also wir mästen Braunviehbullen, das werden wir gleich im Stall auch nochmal ansehen. Und wir liegen so bei 1300 bis 1350 Gramm Tageszunahme. Im Bereich von 180 Kilogramm bis einem Endgewicht von 720 Kilo lebend. Das sind dann ungefähr 420 Kilogramm Schlachtgewicht. Und das sind auch für Braunviehbullen sind das sehr gute Werte. Das liegt aber, denke ich, auch mit an den Pressschnitzeln. Das liegt an dem modernen Stall, den wir haben, der eben sehr viel Luft lässt. Wir haben relativ viel Platz im Stall. Und da kommt eben eins zum anderen, dass wir eben da recht gute Ergebnisse erzielen. Diese Braunviehtiere sind eben, wie ich sagte, eigentlich ist das eine Milchviehrasse. Oder eine Zweinutzungsrasse, die mehr vorrangig auf Milch gezüchtet sind. Dadurch sind die Fleischpartien nicht so groß, wie das jetzt bei einer richtigen Fleischrasse wie Chevrolet, Limousin, Donner Dittain wäre. Aber sie sind eben von den Zunahmen gut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ganz hinten läuft jetzt gerade einer, der sich so schön präsentiert, der eben auch stark bemuskelt ist.
Sie sind in der Keule nicht so stark, aber im Vorderviertel sitzt eben auch sehr viel Fleisch. Das bringt dann eben auch schon eine Wertigkeit. Wir haben im Moment ja auch im Rindfleisch die Entwicklung, dass die klassischen Edelteile, Steaks und Keule, im Prinzip weniger an Wert bestimmt sind, als das früher der Fall war, weil wir eben im Rindfleischbereich auch immer mehr den Verzehr in Richtung Hackfleisch und Wurst haben. Burger, diese ganzen Geschichten in den vielen Hackfleischprodukten, Fertiglasagnen und so wird eben auch ein Rindfleisch ins Hackfleisch mit eingesetzt, weil es eben dementsprechenden Geschmack bringt. Aber das Klassische, was früher im Rindfleischmarkt den Wert gebracht hat, das war die Keule. Da wurden eben die schönen Rouladen oder der dicke Braten rausgeschnitten. Und das wird eben immer weniger, ich sage mal leider immer weniger, weil eben einfach die Verzehrgewohnheiten sich ändern, die Lebensgewohnheiten ändern, mehr Single-Haushalte. Da wird eben einfach weniger intensiv gekocht, als wie das früher der Fall war.